Ich bin Miriam von Wir packen's an. Einigen von euch sagt, wir packen's an. Vielleicht was, wir unterstützen Menschen auf der Flucht. Egal, wo die gerade sind. Im Moment kümmern wir uns hauptsächlich um Leute in Griechenland, um Bosnien. Und darunter sind unglaublich viele Leute aus Afghanistan. Das sind Leute, die teilweise zurückgeschickt werden und zurückgeschickt worden sind mittlerweile. Das sind Leute, die jetzt ankommen. Und vor allen Dingen sind es Menschen, die gerade unglaublich viel Angst haben um ihre Familien, um ihre Angehörigen in Afghanistan. Uns haben heute Nachrichten erreicht von afghanischen Menschen, mit denen wir Kontakt haben, von afghanischen Menschen, die bereits hier in Deutschland sind. Und einige davon möchte ich euch gerne vorlesen. Die erste ist von M, Namen möchte er nicht sagen, der 18 Jahre alt ist. Er hat uns geschrieben, seine Asylaufnahmegenehmigung geht nur bis Dezember und er hat nächste Woche ein Asylverfahren. Er sitzt auf der Terrasse, der Regen plätschert auf das Dach über ihm, ansonsten Stille, er starrt vor sich hin auf den Boden, in der Hand eine Zigarette, halb geraucht, vergessen, zittert zwischen seinen Fingern. Als er mich anschaut, dauert es eine Weile, bis er mich wirklich wahrnimmt, so als hätte ich ihn von weit her geholt. Ich fühle mich schlecht, sagt er. Was ist, wenn ich schuld bin? Ich habe so Angst gehabt vor dem Termin mit dem Gericht, dass sie sagen, ich muss zurückgehen. Ich habe mir gewünscht, dass irgendetwas passiert, damit ich nicht abgeschoben werden kann. Aber das habe ich nicht gewollt. Jetzt kann ich hier bleiben, der Termin ist abgesagt, aber dafür ist mein Onkel tot, mein Bruder und mein Vater vermisst. Ich habe sie seit 2 Wochen nicht mehr erreicht. Ich habe das nicht gewollt. Wenn ich könnte, ich würde tauschen mit ihnen. Die Gedanken, die ich gehabt habe, das ist wie eine schwarze Wolke über mir. Warum muss es diese Taliban geben? Warum müssen sie unser Land zerstören? Was haben wir falsch gemacht? Was haben wir getan? Was ist das für eine Welt? Der nächste ist von N, laut Pass 20 Jahre alt, wahrscheinlich jünger. Er sitzt im Wohnzimmer, das Handy nah ans Ohr gedrückt, der Empfang ist schon wieder schlecht. Immer wieder bricht er ab. Tränen stehen ihm in den Augen, er wippt unaufhörlich mit dem Fuß, eine Hand zur Faust geballt. Man kann Schreie im Hintergrund des Telefongesprächs hören, immer wieder knallt es wie Schüsse. Wer weiß. Am anderen Ende der Leitung in Kabul ist sein Vater, mit dem Rest der Familie geflohen, erst nach Mazar-i-Sharif und als es auch dort lebensgefährlich wurde, weiter in die Hauptstadt. Er hat für die NATO gearbeitet, einer der örtlichen Unterstützer. Jetzt ist er auf der Abschussliste der Taliban, versteckt in einem Safehouse wartend. Worauf? Dann ist die Verbindung wieder weg. Ich frage, ob er erzählen möchte, was er gesagt hat. Er sagt, was soll ich sagen? Meine Familie, sie sind alle geblieben, damit ich fliehen konnte. Denn es war nicht genug Geld da, dass alle von uns fliehen konnten. Und ich muss sagen, ich lebe, ich bin dankbar. Und wenn sie ihr Leben lassen müssen jetzt, dann werde ich der Welt erzählen, wie sie gewesen sind. Denn jeder Schritt, den ich gehe, von jetzt an, mache ich für sie in Gedanken nur an sie. S. 19 sagt, ich will nicht mehr leben. Alle, die ich geliebt habe, sind tot oder werden bald sterben. Was soll ich noch hier? Wohin soll ich gehen? Die Taliban haben meine Familie zerstört und mein Herz zerrissen. Javed in Leipzig, schon viele Jahre hier, betreibt eine eigene Physiopraxis, sagt, meine Gedanken sind zur aktuellen Lage in Afghanistan und insbesondere in Kabul sind voller großer Sorgen. Wir sind besorgt, weil wir nicht wissen, was den Frauen in Zukunft unter den Taliban geschieht und was sie mit den Menschen machen, die sich in den letzten 20 Jahren für Demokratie und gegen die Unterdrückung der Taliban öffentlich geäußert haben. Mein Bruder und meine Schwester sind in Kabul und machen sich fürchterliche Sorgen um die Zukunft ihrer Töchter. Saif, 39, in Berlin, sagt, Menschen, die Privilegien und eine bestimmte Herkunft haben, werden evakuiert. Afghanen, die keine Perspektive haben und für sich einen Fluchtweg suchen, sind so verzweifelt, dass sie sogar auf den Flügel eines Flugzeuges steigen und beim Abflug in den Tod stürzen. Schande über eine westliche Politik, die ihr nur an sich selber denkt und für die das Leben der anderen minderwertig ist. Und dem können wir uns nur anschließen. Schande über eine solche Politik. Und zulässt, dass Leben Menschen in Afghanistan von Flugzeugen ab in den Tod stürzen, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert wurden. Wir haben genug Flugzeuge, wir haben genug Treibstoff.
Wir haben alles, was es brauchen würde. Das Einzige, was fehlt, ist die Bereitschaft, Menschenleben zu retten, außer nur den eigenen Arsch. Schande über diese Regierung und über diesen Außenminister. Namen, nein, für alle Menschen, die bedroht sind und die fliehen müssen. Danke.